Das ist Wuppertal-Oberbarmen auf der S-Bahn Rhein-Ruhr. Nehmen Sie die Unterführung zum Bahnsteig 6, um einen Zug zu nehmen. Rhein-Ruhr-Osten bietet die Möglichkeit, sowohl Personen- als auch Güterzüge von der geschäftigen Stadt in die Einschnitte und Wälder zwischen Wuppertal und Hagen zu fahren. Sie fahren derzeit einen Elektrotriebzug BR422. Diese Einheiten bestehen aus Formationen mit 4 und 8 Wagen und betreiben den größten Teil der S-Bahn im Rhein-Ruhr-Gebiet. Train SimWorld ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir das Äußere dieses Zuges erkunden. Weitere interne und externe Kameraansichten können über das Kameramenü erreicht werden. Train SimWorld ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir das Äußere dieses Zuges erkunden. Willkommen bei Rhein-Ruhr-Osten. Halten Sie den Zeitplan der geschäftigen S-Bahn ein. Fahren Sie durch tiefe Einschnitte, gewundene Täler und dichte Wälder. Schleppen Sie schwere Güterzüge zwischen den Industriegebieten in Wuppertal, Schwelm und Hagen. Kümmern Sie sich um Notfälle, die während Ihrer Arbeit auftreten. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Sicherungskästen reparieren, Erste-Hilfe-Punkte aufladen und Zutritt-Verbotenschilder aufstellen. Wählen Sie Passagier- oder Güterzugeinsätze und fahren Sie eine Tour entlang des Wuppertals.